Feiertag an einem Montag in Großschirmer. Und er hier war der Grund dafür. Markus Anfang war zu Gast mit seiner SG Dynamo Dresden, lockte 2.500 Zuschauer in den Sportpark Großschirmer. Und damit herzlich willkommen vom Testspiel des Zuger SV gegen den neuen Drittligisten, die SG Dynamo Dresden. Was ist das auch für uns? Für eine Ehre, dieses Spiel hier begleiten zu dürfen. Und vor allem auch für den Zuger SV. Das größte Spiel des Lebens. So oft wie heute werden sie wahrscheinlich nie wieder in der Vereinsgeschichte in den Medien sein. Ja, und für Dynamo Dresden das erste Testspiel nach 4 Tagen Training. Da geht es einfach darum, ein bisschen was zu probieren. Und für den Zuger SV geht es eigentlich sportlich um gar nichts. Das ist einfach ein Erlebnis, das will man genießen. Und Dynamo gab natürlich von Anfang an den Ton an. Jonas Salliger zum 1:0. Der 18-Jährige zählt noch zum U19-Kader. Und Dynamo legte gleich weiter nach. Will mit der Ecke und dann da ferner. Schönste Tor am heutigen Tag. Christoph da ferner, 24 Jahre alt, Top-Torjäger der SG Dynamo Dresden der letzten 2 Jahre. In der abgelaufenen Saison kam er auf 13 Tore. Und warum dieser Mann so gefährlich ist, das zeigt Christoph da ferner auch hier. Gute Flanke und dann Scherbakowski. Aber Robin Fritsche darf sich auszeichnen und das gegen den Drittligisten, das wird er vermutlich genauso sein Leben nicht vergessen. In der 15. Spielminute das Ganze andersrum, Scherbakowski von der rechten Seite und da ferner schraubt sich hoch. Das 3:0 für Christoph da ferner, der hat da schon seinen Doppelpack. Und wenig später fängt er auch diesen Abschlag ab. Christoph da ferner zum 4:0, sein Dreierpack. Der Mann ist ja aktuell heiß begehrt von Nürnberg und St. Pauli. Die Ablöseverhandlungen, so stocken sie aber aktuell. Man wird sehen, wo er nächste Saison spielen wird. Nicht mehr lange dauert es, dann gab es auch das 5:0 Salliger und dann Lehmann. Bei dem Treffer musste sogar Markus Anfang nicht schlecht gucken. Klasse runtergenommen und dann direkt vollendet. Für Dynamo ging es natürlich nur darum, ein bisschen was zu probieren, zu schauen, wie weit ist man schon. Kade zum 6:0. Julius Kade genauso wie Paul Will seit 2020 bei Dynamo Dresden. Und Paul Will, den haben wir hier zum 7:0. Schönes Solo aus der Zentralen. Und natürlich in dieser ersten Halbzeit wie auch in der zweiten Halbzeit. Es wurde viel durchgewechselt. In der zweiten Halbzeit stand eine komplett andere Dynamo-Elf auf dem Feld. Kurz vor der Pause dann Julius Kade mit dem Doppelpack zum 8:0. Das war dann auch der Halbzeitstand. Trotz des Spielstandes die Stimmung beim Trainerteam natürlich prächtig. Links Co-Trainer Marcel Leinhübner, auch Afro eigentlich genannt, und rechts Neutrainer René Müller. Er hat heute sein Trainerdebüt. Das gegen Dynamo Dresden wird man sicherlich auch nicht vergessen. Dynamo in der Pause komplett gewechselt. 11 neue Mann kamen rein, darunter eben auch Yongmin Seo. Das war heute der beste Dynamo-Torschütze. In der 53. Minute stellt er auf 0:9. Und wenig später war es auch Yongmin Seo und das mit einem echten Traumtor. 10:0, zweistellig ist es geworden. Das wollten die Zuger verhindern. Haben sie gegen die SG Dynamo Dresden aber nicht geschafft. Wer will es ihnen aber auch verübeln? Schöner Treffer zum 10:0. Auch die Jungschen durften ran. Natürlich wichtig, um Spielpraxis zu sammeln. Das ist Ransford Yeboah, Königsdorfer. Sein Verbleib ist ebenfalls noch offen. Und in der Mitte Julius Hoffmann. Der 18-jährige Junioren-Nationalspieler zum 11:0 spielt in der U19 bei Dynamo Dresden. Ja, und er, der Torschütze Stefan Kutschke, der Rückkehrer nach Dresden aus Fansicht, umjubelt seine Rückkehr vom FC Ingolstadt zurück nach Dresden. Er lernte das Fußballspielen beim FV Dresden. Laubegast trägt sich auch in die Torschützenliste ein. Dann Batista Meier, der Winterneuzugang von den Bayern mit einer Flanke. Kammerknecht ebenfalls Neuzugang auf Julius Hoffmann, der mit seinem zweiten Tor per Kopf. Er ist ausgebildeter Stürmer, also eventuell ein potenzieller Nachfolger von Ulf Kirsten. Die Zuger hatten natürlich trotz des Spielstandes richtig, richtig Spaß an diesem Fußballspiel und an diesem Tag. Und natürlich zeichneten sie sich auch mal aus. Natürlich gab es Momente für den Torwart. Joel Meier fischt den Ball hier vor der Linie noch weg und verhindert damit den nächsten Kutschke-Treffer. Ja, es gab auch kleine umstrittene Aktionen. Hier der Treffer wieder von Stefan Kutschke.
Naja, im Profibereich, da pfeift man sowas eben nicht in der Kreisklasse in den unteren Ligen. Da ist es halt ein bisschen anders. 14:0, 73. Spielminute. Dann mal wieder Yong Min Seo, den hatten wir lange nicht mehr mit einem Hammer. Der war heute wirklich gut für die Traumtore. Fast jeder Treffer von ihm, einer fürs Auge, den hat er schön gezirkelt rechts ins Eck. Den Elfmeter hatten wir natürlich auch noch in diesem Spiel. Oliver Batista Meyer, von den Bayern gekommen, im Winter vergangene Saison, stellt auf 16:0. Und dennoch, die Stimmung prächtig. 2.500 Zuschauer waren eben hierher gekommen und konnten bestaunen, was Dynamo nach 4 Tagen Training denn schon so kann. Stefan Kutschke auch eher mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Und die Schlussphase brach an. Man versuchte beim Zuger SV irgendwie vielleicht die 20 Tore zu umgehen. Seo macht es wieder schön zum 18:0. Wieder in den Knick. Yong Min Seo war ausgeliehen zu Wacker Innsbruck. War ja zuletzt Probespieler, hat damit den Sprung zu Dynamo geschafft. Ja, und er hier, er ist fast schon auf dem Sprung weg. Ransford Yeboah Königsdörfer steht mit dem Hamburger SV in Verbindung. Da können sich beide Vereine allerdings noch nicht über die Ablöse einigen. Das 20. ist dann doch gefallen. Wieder Yong Min Seo in seiner Zeit bei Wacker Innsbruck gelangen. Ihm 11 Spiele und 4 Tore war für ihn natürlich wichtig, um Spielpraxis zu sammeln. Danke, Robin. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann wieder Ransford Yeboah Königsdörfer. Erst Kutschke, der Ball kommt in die Mitte. Und dann Königsdörfer aus dem Gewühl. 89. wieder Ransford Königsdörfer zum 0:21. Trotz des Ergebnisses natürlich ein unvergesslicher Tag für den Zuger SV. Von diesem Spiel werden sie noch Kindern, Enkeln und Urenkeln erzählen. Aber wie kam es eigentlich zu dem Spiel? Ich habe dann zum Robin gesagt, Robin, pass auf hier. Schreib mal die ganzen Ostvereine an, frag die alle mal, ob die vielleicht Bock haben, gegen uns zu spielen. Und Robin so, oh ja, das klingt gut, das mache ich. Und dann, haben wir und dann so knapp 3 Wochen später kam er dann halt zu mir und sagte, hier, Dynamo hat übrigens zugesagt. Und ich dachte, was? Joni haben wir ja dazugenommen, der hat ja auch schon vor 2 Jahren hier schon gespielt. Alles andere sind halt Spieler, die auch ein bisschen jünger sind, die müssen wir uns jetzt angucken. Und dann werden wir halt für uns dann im Laufe der Vorbereitung auch Entscheidungen treffen, ob wir noch was dazu nehmen und was wir dazu nehmen. Das liegt jetzt an den Jungs. Wir haben ja gesagt, die jungen Spieler kriegen alle ihre Chance, können sich alle präsentieren. Man muss der Mannschaft trotzdem ein großes Kompliment machen. Die haben hier 90 Minuten alles reingehauen, was sie hatten. Man darf auch nicht vergessen, dass wir gestern noch ein Punktspiel hatten. Ja, 90 Minuten. Dritte Liga mit den Fans im Rücken kann es nur gut werden. Und ja, wir geben auf jeden Fall jedes Spiel Vollgas. Wir wollen natürlich in jedes Spiel gehen und das Spiel gewinnen, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, die Liga ist hart ausgeglichen und da muss man wirklich für jedes Spiel hart kämpfen, um zu gewinnen. Ja, die einen gehen in die Sommerpause, die anderen sind mitten in der Vorbereitung. Wir schauen uns nochmal die schönsten Tore des Abends an. Und man muss sagen, der Zuger SV, ein super und würdiger Gastgeber. Wir kommen definitiv wieder gerne bei euch vorbei. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt sportlich, euer Team Rabenfront.